Als erstes gehen wir in den eisigen Norden, wo es ziemlich kalt ist. Zugegeben, eigentlich ist es überall kalt in Skyrim. Aber ein jeder wird mir auf jeden Fall dabei zustimmen, dass Windhelm ein ziemlich frostiger Ort ist. Die ehemalige Hauptstadt von Himmelsrand ist per se ein sehr spannender Ort und vor allen Dingen ziemlich geschichtsträchtig. Insgesamt hat Bethesda einen sehr guten Job gemacht, die Stadt realistisch zu zeichnen. Doch auch hier hat sich der Fehlerteufel eingeschleicht. Als wir zum ersten Mal die Stadt betreten, sehen wir zwei Nord, wie sie eine Dunmeer-Frau beleidigen bzw. rassistisch angehen. Später können wir einen der Täter, Rolf Steinforst, sogar zu einer Schlägerei herausfordern. Kleiner Funfact, geben wir den Rassisten, Entschuldigung, ich meine natürlich besorgten Bürgern, auf die Fresse, dann kommt er tatsächlich auch zu unserer Hochzeit. Und das auch dann, wenn wir ein Argonia oder Dunkelelf sind. Was ist da wohl die versteckte Message von Bethesda? Gleichzeitig offenbart sich hier allerdings auch ein ziemlich heftiger Logikfehler. Denn im ganzen Spiel werden wir als Dunkelelf, Argonia oder Khajiit nicht benachteiligt, obwohl wir in Himmelsrand Rassismus gegenüber diesen Völkern sehen. Selbst die Figuren und Charaktere, die vermeintlich etwas gegen Ausländer im Spiel haben, helfen uns trotzdem oder geben uns Aufträge. Etwas, was zu der aufgeheizten Atmosphäre in Skyrim nicht wirklich passen will. Weiter geht es nach Markarth, einer meiner absoluten Lieblingsstädte im Spiel. Man kann sagen, was man will, aber die alte Dwemer-Architektur ist mega interessant und ziemlich beeindruckend anzusehen. Markarth hat vorwiegend ein Problem mit den Abgeschworenen. Die primitiven Einsiedler, die wir komplett überall in Reach finden können, sind nicht besonders gut zu sprechen auf die Nord. Sie argumentieren, dass historisch ihnen das Gebiet gehört hat, wo nun die Nord ansiedeln. Und egal auf welche Seite man sich da jetzt nun schlagen will, wir als Drachenblut kriegen auf jeden Fall relativ schnell von den Abgeschworenen auf den Deckel. Sie zeigen sich nicht gegenüber uns von ihrer besten Seite. Umso spannender ist es, dass es gar keine Auswirkungen hat, wenn wir mit einer abgeschworenen Rüstung in Markarth herumlaufen. Auf den ersten Blick mag das echt ziemlich trivial klingen. Aber in vielen anderen Beispielen hat Bethesda genauso welche kleinen Details beachtet. So kommentieren ja beispielsweise auch die Wachen, was ihr für eine Rüstung trägt. In der Quest Diplomatische Immunität könnt ihr euch sogar als ein Talmor-Agent verkleiden und damit durch die Botschaft der Talmor gelangen, ohne irgendeinen NPC zu töten. Im Markarth hingegen juckt es keinen, wenn ihr eine Rüstung der Abgeschworenen trägt. Ähnlich merkwürdig ist es allerdings auch auf der anderen Seite, denn es gibt ja in Markarth eine Questreihe rund um die Abgeschworenen, wo wir diesen sogar helfen können. Doch obwohl wir das tun, sind uns danach die Abgeschworenen, zumindest in der Wildnis, weiterhin nicht wirklich freundlich gesinnt und greifen uns an. Ziemlich merkwürdig, wenn man bedenkt, dass wir ihren Anführer gerettet und sogar befreit haben. Sowas sollte sich doch in wenigen Tagen unter den Abgeschworenen herumsprechen. Allerdings gibt es gegen diesen Logikfehler eine sogar mögliche logische Erklärung. Schaut man sich nämlich die Kultur der Abgeschworenen mal etwas näher an, dann stellt man fest, dass es verschiedene Stämme gibt. Und nicht jeder Stamm ist mit dem anderen Stamm wirklich dicke. Bedeutet, dass auch die Abgeschworenen untereinander sich nicht in allen Punkten einig sind. So behauptet Malanach, den wir ja retten, dass er der König der Abgeschworenen sei. Doch das sehen nicht alle Abgeschworenen so. Das könnte erklären, warum wir weiterhin von den Abgeschworenen noch angegriffen werden. Doch bei dem nächsten Logikfehler kommt Bethesda jetzt nicht so wirklich davon, denn er ergibt wirklich komplett gar keinen Sinn. Die Questreihe rund um die dunkle Bruderschaft ist eine der beliebtesten im Spiel. In die Rolle eines richtigen Assassinen zu schlüpfen, das sorgt für eine große Begeisterung. Und die Quest rund um die dunkle Bruderschaft stellt uns auch vor große Aufgaben. Unter anderem müssen wir den Kaiser des Kaiserreiches Titus Mede ermorden. Und hier gibt's gleich mehrere Probleme. Nach dem Tod von Titus Mede müsste eigentlich logischerweise im Kaiserreich Chaos ausbrechen. Doch weder die NPCs in Himmelsrand reden darüber, noch bekommen wir über Texte irgendetwas dazu mit. Alles scheint wie gewohnt weiterzulaufen. Allein dieser Umstand ist schon ziemlich unlogisch, es wird allerdings noch etwas heftiger. Denn obwohl wir den Kaiser umgebracht haben, können wir später noch der kaiserlichen Armee beitreten. Die gesamte Bürgerkriegsquest läuft einfach normal weiter, als ob der Kaiser noch
leben würde. All das passt irgendwie so gar nicht. Aber auch ansonsten ist die Bürgerkriegsquest-Reihe an vielen Punkten nicht plausibel. Will man zum Beispiel den Sturmenten beitreten, muss man zunächst ein Artefakt bergen und das vollständig alleine. Begründet wird das Ganze damit, dass man nur die Stärksten in die Armee aufnehmen will. Das ist vielleicht nicht die vernünftigste Entscheidung, wenn man gerade Soldaten in einem Krieg braucht. Schließlich müssen diese Soldaten ja erstmal eigentlich an dem Schwert bzw. der Waffe ausgebildet werden. Gewinnen die Sturmäntel den Krieg, wird Windhelm wieder zu der Hauptstadt, allerdings wird das nirgendwo in irgendeinem Dialog erwähnt. Auch patrouillieren weiter die Talmor im Land und auch ihre Botschaft bleibt bestehen. Wollt ihr nicht Ulfric jeden Talmor aus Himmelsrand verweisen? Schade, dass die Bürgerkriegsquestreihe von Bethesda nicht final ein würdiges Ende bekommen hat. Serana ist unter The Elder Scrolls Fans sehr beliebt und noch mehr bei Skyrim Fans. Das liegt daran, dass sie ein ziemlich komplexer NPC ist und unglaublich viele Dialogzeilen besitzt. Als einzige Begleiterin im Spiel verfügt sie zudem auch über eine Sandbox und kann direkt mit ihrer Umwelt interagieren. Doch als wir als Drachenblut zum ersten Mal Serana entdecken, zeigt sie sich nicht unbedingt von ihrer hellsten Seite. Um zu verstehen, was ich meine, müssen wir ganz kurz die Sichtweise wechseln. Sie war mehr als 1000 Jahre eingesperrt, bevor wir sie aus der Krypta geholt haben. Und das Erste, was sie sofort macht, ist wieder zurück zu ihrem Vater zu gehen. Zu dem Vater, den sie ja massiv kritisiert. Das Ding ist halt, dass Serana kein junges Ding ist, wie sie halt aussieht. Sie ist eine sehr, sehr alte Vampirin. Das war sie auch schon vor ihrem Schlaf. Es gibt offensichtlich in der Familie einige Streitigkeiten und sie ist wirklich nicht gut auf Harkon zu sprechen. Warum bei allen Daedra-Fürsten sollte sie also eben zurück zu Harkon gehen und ihn auch noch die Schriftrolle der Alten überlassen, wenn sie doch seine wahre Natur kennt? Noch makaberer wird die ganze Angelegenheit, wenn man herausfindet, wie eigentlich Serana zu einer Vampirin geworden ist. Sie und ihre Mutter wurden nämlich von Harkon gegenüber Molach Bal geopfert. Der Daedra-Prinz vergewaltigte daraufhin die beiden Frauen und so stiegen sie zu höheren Vampiren auf. So wurden sie zu Töchtern von Kalthafen. Stell dir vor, du wirst von deinem Vater für ein Ritual geopfert, wo du dann vergewaltigt wirst. Klar ist der erste Gedanke, nachdem ich aus meinem Tiefschlaf wieder aufwache, dass ich unbedingt zu diesem Typen zurück möchte. Wie? Die Schriftrollen der Alten sind die mächtigsten Artefakte im The Elder Scrolls Universum? Natürlich gebe ich sie dem bösartigsten Vampir auf ganz Tamriel. Genug über Serana. Kein böses Wort mehr über sie. Versprochen. Puh, nach dieser Tirade muss ich mir, glaube ich, echt mal den Mund waschen. So gegen Serana vorzugehen, ist auch ein bisschen unhöflich. Zum Glück hatte dieser den perfekten Trank, damit du dich besser fühlst. Kommt jetzt wieder dieses Holy Energy? Wartet, woher wisst ihr das? Naja, also eigentlich kommt das ja in fast jedem... Schweigt! Dieser möchte euch mitteilen, dass Holy Energy sehr gut ist. Der beste Stamina- und Ausdauertrank, den dieser in seinem Lager hat. Mit tollen Vitaminen und Nootropics und das alles ohne Zucker. Und weil dieser euch mag, gibt es sogar einen satten Rabatt. Okay, ich schau's mir ja an. Widmen wir uns nun lieber Brynjolf, denn der ist auch in einigen Punkten nicht so ganz logisch. Naja, eigentlich ist es nicht seine Schuld, denn er wurde von Bethesda nun einmal so programmiert. Wann immer wir zum ersten Mal den Marktplatz in Rifton betreten, werden wir von Brynjolf angequatscht. Damit wird die Quest gestartet um die Diebesgilde. Dafür, dass Brynjolf allerdings unbedingt Verstärkung sucht für die Diebesgilde, redet er wirklich nur mit uns und mit keinem anderen NPC in Himmelsrand. Tatsächlich ist er dazu verdonnert, immer auf dem Marktplatz zu stehen, wenn wir halt zum ersten Mal die Stadt betreten und uns dann anzuschauen. Reden. Vernünftig aus seiner Sicht wäre es ja, wenn er auch andere NPCs anreden würde. Aber hey, dann würde ich mich wahrscheinlich heute darüber aufregen, dass uns ein anderer NPC die Quest wegschnappen kann rund um die Diebesgilde. Was uns zum letzten Punkt bringt, der richtig heftig ist. Banditen in Skyrim sind eigentlich keine Banditen. Banditen können wir überall im Himmelsrand in Banditenlager finden. Wer hätt's gedacht? Nur, wer sagt eigentlich, dass das Banditen sind? Ich meine mal, die chillen den ganzen Tag nur in ihren Camps. Sie bestehlen keinen und sie machen auch keine Raubzüge. Ja, sie greifen uns nicht einmal an, wenn wir in die Nähe des Lagers kommen, sondern drohen uns, dass wir verschwinden sollen. Eigentlich sind wir hier die Bösewichte, denn wir dringen einfach ungefordert und ungefragt in ihre Lager ein. Es gibt wenige Zufallsbegegnungen in Skyrim mit Banditen. Diese lassen
sich wirklich an der Hand abzählen. Doch meistens sind die Banditen recht friedlich in ihren Lagern und tun niemanden etwas. Zwar gibt es hier und da einen Bürger in Himmelsrand, der über die vielen Banditen herumjammert, aber an sich tun sie keiner Fliege was zuleide. Etwas, was man über das Drachenblut nicht sagen kann. An dieser Stelle geht es jetzt weiter mit diesem Video, was du unbedingt sehen musst. Klick dich gern mal rein.